Ja, hallo Leute, heute machen wir mal wieder ein Einkaufscheck-Video bei Edeka. Da bin ich gar nicht so oft. Und zwar bei Edeka Frauen in Itzehoe. Ja, genau, der Edeka-Markt heißt Edeka Frauen. Hier dürfen auch Männer einkaufen gehen, was ich, ja, kann man sich drüber streiten, aber gut. Wir haben hier einmal frischen Spargel, jetzt passend zur Spargelzeit, richtig gut aussehende Wassermelonen. Gleich zu Anfang bei Edeka, zumindest bei meinem, befindet sich hier die Obstabteilung. Das sieht alles immer sehr frisch aus. Und aus irgendeinem Grund gibt es hier auch noch Kürbis zu kaufen. Naja gut, die Brotabteilung sieht hier ziemlich leer aus, aber oh okay, sie wird gerade eingeräumt. Ich entschuldige mich. Edeka hat auch sehr viele leckere hausgemachte Salate. Die sind natürlich immer ein bisschen teurer, aber angeblich hausgemacht. Ich habe mir mal ein paar davon mitgenommen. Die sind wirklich sehr lecker. Geht zu Edeka, hat man mir gesagt. Geht zu Edeka, da haben die High-Protein-Pistazienmus, hat man mir gesagt. Hat mein Edeka sie? Nein. Nö. Völliger Reinfall. Hier auch wieder. Geht zu Edeka. Edeka hat das Grand Dessert in der Sorte mit Pistazie. Hat sie mein Edeka? Nein. Dafür die andere Sorte hier, diese Panna Cotta-Sorte, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Beziehungsweise die Sahne. Die ist richtig lecker. Die müsst ihr unbedingt mal probieren. Naja gut, ja, was gibt's hier noch Neues? Ich gehe hier einfach mal so ein bisschen die Gänge entlang und, oh, okay, da sehe ich was, obwohl ist es neu. Sehen so ähnlich aus wie diese Pretzel Pieces, jetzt nur irgendwie von Edeka, von der Eigenmarke. Kann man mal probieren, die nehme ich mir jetzt nicht mit. Und es gibt auch die neuen Hitchies in der Sorte mit Berry Mix. Es sieht neu aus, es ist tatsächlich auch eine neue Edition, Leute, aber die Sorten, die da drin enthalten sind, sind auch in dem normalen enthalten, deswegen hole ich mir die Sorte jetzt nicht unbedingt extra. Bei Edeka findet ihr auch die neuen Choco Crossies Crunchy Moments in der Sorte mit Strawberry Cheesecake, die einfach durch die beste Sorte überhaupt ersetzt wurden. Und für die Toffifee White Freunde, es gibt auch wieder Toffifee White für 1,49 € im Angebot. Ja, es war wohl doch keine einmalige Aktion, es gibt sie wieder. Und was gibt es noch Neues bei Edeka? Hier den neuen Kit Kat mit Hazelnut. Wer wissen möchte, wie er schmeckt, ich hatte den schon mal getestet in dem Video mit dem Kit Kat Mini Mix. Da war er auch mit bei, deswegen hole ich mir den jetzt auch nicht nochmal. Und für Leute, die es interessiert, das ist meine absolute Lind-Sommer-Lieblingssorte. Himbeer-Joghurt mit weißer Schokolade. Einfach nur lecker. Das schmeckt noch nicht mal richtig nach Joghurt, also einfach nur richtig geil. An Lind hat Edeka auch wirklich eine sehr große Auswahl. Und hier der KitKat Vegan. Oh, der liegt bei mir auch noch zu Hause. Den muss ich auch noch mal testen. Allerdings habe ich die kleine Version mir damals mal mitgenommen von Rewe, die einzeln verpackten. Ansonsten hat Edeka auch immer sehr viel Auswahl an Schokolade. Und hier, ja, für Leute, die auf Toffifee White stehen. Ich habe es eben schon gezeigt. Alter, Leute, wie sieht das denn aus? Es sieht aus, als hätte ein LKW sie da reingeschüttet. Ich riech mich nicht auf. Ich riech mich nicht auf. Ich riech mich nicht auf. Ja gut, Edeka hat auch wirklich eine riesige Auswahl an Haribo-Sachen. Hier, die sind auch neu, diese Rainbow-Wurmis. Die reizen mich nicht so. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ich sie trotzdem noch testen soll. Und oh Leute, das ist eine der besten Haribo-Editionen aller Zeiten hier, die Joghurtis. Die sind einfach nur lecker. Probiert sie auf jeden Fall, wenn ihr sie noch nicht probiert habt. Ich bin schon seit Monaten auf der Suche nach den Mauernkrachern in der Sorte mit Lakritz-Toffee. Ich bin überall auf der Suche. Ich habe sie bis jetzt nicht gefunden. Vielleicht kommen sie auch gar nicht mehr hierher. Ich weiß es nicht. Oh, Leute, wenn ihr unbedingt mal etwas Salziges probieren wollt, was auch wirklich mit salzigem Karamell zu tun hat, probiert diese Kuhbonbons. Die kosten mittlerweile schon 2,29 €. Die waren früher auch mal günstiger. Aber die sind richtig gut, Leute. Die sind wirklich richtig salzig. Edeka hat auch wieder die neuen... Was heißt die neuen? Edeka hat auch wieder die Giottos in der Sorte mit Butterkeks. Allerdings wurden die mit Stroopwafel hier in meinem Edeka noch nicht geliefert. Die habe ich bis jetzt auch nur bei Kaufland gesehen für Leute, die Giottos mit Stroopwafel noch nicht probiert haben. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe schon mit den Gedanken gespielt, das für meine Wellensittiche mitzunehmen. So ein kuscheliger Flauschring, wo sie sich draufsetzen können. Allerdings wäre das kompliziert, den dann sauber zu machen. Ja, Flauschdecken gibt es bei Edeka. Und Edeka hat auch die größte Auswahl an den Paradiescremes. Also hier findet ihr wirklich alle Sorten. Auch noch die limitierte mit Lemon Pie. Es soll ja jetzt dieses Jahr die neue geben mit Amarena Kirsch. Die ist hier allerdings noch nicht. Ich persönlich finde die mit Stracciatella immer noch am leckersten. Das ist wirklich meine allerliebste Lieblingssorte, wenn ich mir das mal selber mache. Und Leute, hier muss ich unbedingt mal eure Meinung zu haben. Was haltet ihr davon? Das sieht einfach so aus. Man schmeißt einfach so die ganzen Produkte in einen Korb rein. Das sieht aus wie hingeschissen. Ich sag, wie es ist.
Es macht sich keiner die Mühe, das Zeug einzuräumen. Ich weiß, es soll ja so aussehen, aber ich finde einfach nicht, dass das gut aussieht. Mich reizt das nicht so zum Kauf. Hier, so. So muss das aussehen. Schön einsortiert, auf den Millimeter abgemessen. So eingeräumt muss es aussehen. Wenn man das einfach irgendwie so reinschmeißt, Leute, das kommt nicht gut. Ja, hier haben wir nochmal, also ich trinke es nicht, bin gar kein Freund von Alkohol, aber das sieht sehr ansprechend aus. Einfach ein Cocktail mit Erdbeergeschmack. Ja, Frühlingsgefühle. Und für Leute, die das Magnum Star Chaser noch nicht probiert haben oder das Sunlover, bei Edeka gibt es sie auch einzeln zu kaufen. Allerdings nicht das Kindereis, da müsst ihr euch die große Packung holen. Und die wollte ich auch testen, die neuen Mauernkracher in der Sorte mit Eistee. Allerdings ist das eine XXL-Box, das esse ich niemals alleine auf, für 6,99 Euro. Das kaufe ich mir nicht. Ich kaufe sie mir, wenn es sie einzeln in den kleinen Tütchen zu kaufen gibt, so wie hier diese Haribo-Eistee-Sorten. Das werde ich auch noch testen, aber ich denke ein bisschen später, war so spektakulär. Finde ich die Sorte jetzt nicht, aber ein Testvideo kommt dazu auf jeden Fall auch noch. Es gibt jetzt auch wieder die Hanutas mit Cookies und Duplo Kokos, ebenso wie die Jogurette mit Zitrone, die es irgendwie jeden Sommer zu kaufen gibt. Also wer die noch nicht probiert hat, sollte das auf jeden Fall mal tun, Leute. Ich gehe jetzt langsam nach Hause und wir sehen uns im nächsten Video.